Hey Leute, Na, wie geht's euch? Ist gut, oder? So, hallo. Haben wir den Chat auch offen? Gib mir eine Sekunde. Wir haben gleich alles bereit. Wir sind wieder hier im Office Cave. Da muss ich ein paar Klicks selber vollführen. Moin, Bruder Keks. AWE, Shinchan. Nighthawk, viele Leute da. Wisst ihr, was wir heute zocken? Desperados 3. Habt ihr das schon gelesen? Das kommt morgen raus. Und ihr solltet, weil es ist sehr, sehr gut, das gesehen haben, um die Möglichkeit zu haben, das morgen am Release-Tag direkt zu erstehen. Ausgezeichnetes Spiel, kann ich schon vorab sagen. Mache ich selten, aber es ist wirklich echt gut. Und lass uns da mal reingucken. Ich habe auch schon den Hauptbildschirm hier für euch. Hui! Und hört ihr auch schon die gute Mucke? Ah ja. Hallo Susa, hallo Kevin, hallo KJW, Jan Ulrich ist auch da, welch Ehre. Serial Killer Steve Apple. Wollen wir ein neues Spiel starten? Weil der Anfang, das Tutorial gehört mit zur Story. Warte, wie starte ich denn neues? Ah ne, warte, ich geht gar nicht. Ich muss, Missionsauswahl und dann so auswählen. Das ist die erste Mission. Und lasst euch gesagt sein, es ist ein Spiel aus deutschen Landen. Die Jungs kommen aus München. Mimi heißen die. Und die haben auch schon Shadow Tactics gemacht. Das kennt ihr. Das kam schon vor ein paar Jährchen raus. 3-4 Jahre. Und das kam richtig gut an. Lad mal. Das kam richtig gut an. Hat sogar ein paar Auszeichnungen gekriegt. Und wo wir dabei sind, hat nicht alle Auszeichnungen angenommen. Ganz interessante Geschichte. Aber da will ich nichts Falsches sagen. Und deswegen, lass uns mal aufs Spiel konzentrieren. Serial Killer fragt, ob man die gleichen Leute spielt. Ich glaube ja. Also mir kommen sie auf jeden Fall bekannt vor. Ich glaube, das sind die gleichen Leute. Aber was ich weiß, ist, dass es ein Prequel ist. Also die Leute lernen sich gerade erst kennen, die aus den Vorgängern. Und ja? Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Ich hab's auf Deutsch gemacht für euch. Gefällt mir auch bis jetzt sehr gut. Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Yes. Ist krass, oder? Wie so ein Gitarrensound euch sofort in Wildwest-Stimmung versetzt. Einfach so ein Riff. Düm, düm, düm. Und schon seid ihr im Wilden Westen, oder? Guck mal, linke Maus bewegen. Ich mach das schon. Kein Problem, oder? Mit der Kamera können wir so spielen und uns alles angucken. Wir laufen hier mal los. Ne? Na los, geh auf, du stures Stück Eselskacke. Ich schau mal ganz kurz in die Soundeinstellung. Okay, alles klar. Weil im Chat gerade gesagt wurde, dass ich recht laut bin. Aber gleich mal. Unterwegs. So, erste Hilfe hier. Was geht ab? Hier wird uns beigebracht, wie das mit dem Sichtkegel funktioniert. Das macht ihr ganz einfach mit der rechten Maustaste auf den Typen drauf. Und ja, ist klar, ne? An dem schleichen wir uns vorbei. Hier hoch. Mist, ich könnte echt einen Schluck gebrauchen. Bringen wir hier runter, ja? Haben wir geschafft. Klar, kein Problem. Und jetzt bringt es uns bei, dass wir schnell speichern sollen. Machen wir über F5. Jetzt bleib bei mir. Das Spiel möchte wirklich, dass wir das sehr oft machen, dieses Schnellspeichern. Das werdet ihr doch merken. Münze werfen. Das kommt jetzt. Rechter Maus auf den Typen drauf. Hinterm Steinwind sind wir sicher. Ich erledige den Rest. Kommandos im Wilden Westen, sagt der Freund. Ja, ganz genau. Kommandos, 98 kam das raus. Ist sozusagen der Urvater des Ganzen. Und ich schmeiß mal die Münze hinter den, ja, dass der sich umdreht. Kopf oder Zahn.
Und jetzt kommt er, unser Kumpel James Cooper, und wirft ihm ein Messer von hinten in den Hals. Vergiss nicht, ruhig denken, schnell handeln. Und zumindest immer die Leiche. Du hast gut aufgepasst. Leiche da rein, ja? Klar, gehen wir. Mir nach. Das geht nicht weg, bis ihr da draufklickt. Das Spiel möchte unbedingt, dass ihr speichert. Aber keine Angst, das kann man ausstellen. Okay, wir müssen schnell Space drücken. Oh, zu spät. Guck mal, da habe ich geredet. Ich drücke schnell F8. Zum Glück haben wir das Speichern benutzt. Pass auf, ich muss Space drücken. Und dann gehen wir dahin. Weil wenn ihr Space drückt, werdet ihr nicht von so weitem erkannt. Ihr seht das gleich an dem Raster des Sichtkegels. Schau mal hier. Ich hasse Pferde, Billy. Hier werdet ihr gesehen. Wenn euch duckt, werdet ihr hier nicht gesehen. Ja, deswegen gestreift. Jetzt oder nie. Oh ja, der Showdown-Modus. Pass auf. Jetzt können wir mit Shift quasi das Spiel anhalten und Dinge aneinander rein. Zum Beispiel. Wir warten mal kurz ab, ja? Vielleicht läuft er ja gerade zum Pferd. Oh ja, macht er wirklich. Und? Klar. Jetzt Münze auf Pferd. Bam! Haben wir das geschafft? Jetzt kommt Cooper und erledigt den. Cooper fackelt nicht lange. Der hat auch kein Problem mit dir einfach abzumurksen. Und jetzt fesselt er sie. Oder ihn. Ist doch egal, Junge. Mann gegen Mann, da hast du immer eine Chance. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Geht klar. Nein. Abgeschlossen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Klare Sache. Okay, was meint ihr? Wie kommen wir da durch? Zeit für eine Herausforderung. Na gut, das Spielchen sagt es uns schon. Wir können entweder links oder rechts. Hier ist die Strickleiter, von der er spricht. Und wir können auch mit H alle Objekte anzeigen, die irgendwie von Interesse sind, ja? Okay. Geh mal hier hoch. Unterwegs. Ah. Ja. Velare sagt gerade was zu den Leuten. Das sind tatsächlich die alten Leute. Natürlich sind auch neue dabei. Die kommen dann aber erst später. Zum Beispiel ab der 8. Mission kommt so eine Voodoo-Tante. Und dann könnt ihr Voodoo betreiben. Das ist doch mal interessant, oder? Ich mach das schon. Komm hoch, Cooper. Ich speichere für dich. Gut gemacht. Das ist mein Junge. Das war leicht. Klar, gehen wir. Okay, was? Kein Problem. Was passiert als nächstes? Oh, da stehen drei Leute. Den Kopf unten. Sichtkegel 2. Hier sagt er nochmal, dass der Sichtkegel wieder funktioniert. Unterwegs. Okay. Man's fast vergessen zu duken. Muss einen Weg finden, nicht da durchzuschleichen. Okay, wie schleichen wir uns da durch? Er guckt. Er guckt da. Er guckt da. Wir wollen eigentlich aufs Dach. Also müssen wir zum Beispiel nur den ablenken und dann schaut keiner mehr nach rechts. Müssen aufpassen, hier dürfen wir nicht lang, okay. Und was glaubst du, was er nun macht? Alles klar, wir laufen hier lang und lenken diese Person ab. Und dann ist es kein Problem, oder? Wollen wir mal probieren? Jetzt oder nie. Münze geworfen, alle sind abgelenkt, wir klettern hoch. Hier passiert gerade was. Gucken wir uns mal an. Hast du das gehört? Das geht nicht gut aus. Na los! Die Schicht ist fast. Es wird Zeit, dass du für das bezahlst. Guck mal, hätte ich auch einfach warten können. Aber das war natürlich getriggert. Funktioniert selbstverständlich nicht. Leider. So. Was ist hier los? Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit deiner Münze ab. Dann kann ich beide erledigen. Okay. Das hier scheint gar nicht unser Augenmerk zu fordern, sondern wir gehen hier hin. Das hier, da müssen wir uns kümmern. Was hat er gesagt? Der Typ an der Brücke. Ja, den sollen wir ablenken. Hier ist noch ein Typ. Der guckt da lang. Okay. Oh.
Ja, da kommen wir aber hinter, kein Problem, hier ist ein Busch. Er hingegen, ach ja, das schaffen wir auch. Achtung und hopp! Ach nee, shit, wir sind der Typ da hinten. Und hopp! Unterwegs. Nicht geduckt, hat er nicht gesehen? Naja, wir gehen dahinter. Achtung, wir gehen hinter den Stein. Und jetzt? Oder nie. Bis hier können wir gehen. Du siehst uns auch erst ab hier. Alright, wir gehen bis in den Busch, können wir sogar. Und dann können wir die Mütze wahrscheinlich werfen. Hast du das gehört? Komm schon. Macht alles mein Kollege am Anfang. Er atmet noch. Fessle ihn schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Ich kann ihn jetzt fesseln. Ich kümmere mich doch, bin gleich fertig. Aber was das für einen Grund hat, weiß ich nicht genau, denn ich kann ihn schließlich hier auch einfach runterwerfen. Gut, auf geht's. Naja. Das ist nicht ganz das, was das Spiel von uns wollte, aber seit wann entscheidet das Spiel, was wir machen? Das sind immer noch wir hier. Weiter. Alt, können wir die Kamera ein bisschen drehen, ja? Klar, kein Problem. 3D. Okay, drei Typen. Kommen die alle her? Egal. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Okay, unterwegs. Bis jetzt ganz gut, oder? Stimmung perfekt, flutscht durch und selbst das Tutorial gehört, es ist kein überflüssiges Tutorial. Es macht Spaß, hier am Anfang sich da reinzufuchsen. Es sieht gut aus, ganz ehrlich. Hier ist eine Eidechse, seht ihr das? Bewegt sich ein bisschen seltsam, warum die so im Wind weht, weiß ich nicht genau, aber gut. Es sieht echt gut aus. Das sieht schon recht gut aus, muss man mal... Wenn ich hart drücke, sehe ich noch die Points of Interest, sind hier nicht allzu viele und das wird immer schwieriger, lasst euch das gesagt sein. Wir sind hier noch am Anfang. Ich speichere mal kurz. Hallo Alex, hallo Axel, hallo Chigahut, Sinnesan. Fesseln muss man, sagt er, wenn man Leute nicht tötet, was mehr Punkte gibt am Ende und jede Mission hat verschiedene Extraziele. Ja, da kommen wir später zu. Extraziele gibt es dann auch noch. So, hier sieht der uns nicht. Hier sieht der... Ja, kein Problem. Wir können hier einfach durchnudeln. Schleichen uns hier lang. Klettern hier hoch. Jetzt oder nie. Gucken uns das an. Was steht da? Ah, da stand nur, dass es die Taste H gibt. Das war die, die hatten wir schon mal. Unterwegs. Rüber, das sollte kein Problem sein. Ich lasse einfach mal die Fässer runter, oder? Ich hab's geschafft. Cooper, passt genau auf, ja? Der pennt nicht. Gut gemacht, Junge. Bleib dort, ich komm zu dir. Okay, ich speichere mal. Geht klar. Ui, was passiert nun? Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre soweit. Nicht. Ja, ich habe das Spiel gespielt, aber nur die ersten zwei Missionen. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre. Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Nicht schlecht, getroffen hat er. Ist nur leider nicht stecken geblieben. Ich glaube, darum ging's. Ist das eigentlich Magie, dass das Messer da stecken bleibt? Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre. Bis später, Johnny. Na, Johnny, probier's noch mal. Nee. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, Leute. Messer werfen. Es gibt ja Leute, die können das richtig gut. 100% Erfolgschance, ne? Im Zirkus. Das muss man üben können, anscheinend. Ich kann das nicht.
Mit einem Schuriken kann ich das, aber der hat auch überall spitze Ecken. Ja, danke Mimimi für Desperados 3. Morgen kommt das Ganze raus. Und wir haben jetzt noch eine Stunde, uns das mal anzugucken. Angefangen mit Chapter 1. Die Doktor, der Doktor und die Braut. Naja. Gutes Wetter ist da auch drin, habt ihr gerade im Chat gemerkt. Kann einer von euch Messer werfen? Also wenn, so, dass wenn ihr 10 Messer an die Holzwand werft, dass da mindestens 9 von hängen bleiben. Wie lernt man das? Man muss ja mit einer Geschwindigkeit und einer Drehung werfen, dass die Klinge genau richtig zeigt beim Einschlag. Das muss doch so schwierig sein. Wie macht man sowas? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben wir hier ausgebildete Messerwerfer im Chat? Gerne mal Licht ins Dunkle. So, da geht's weiter. Ah, guck mal, mit einem Wurfmesser easy, weil die Klinge schwerer ist. Kümmern wir uns später drum. Hier ist gerade Story. Falls ihr einen 21:9 Monitor habt, habt ihr hier nicht nur unten Balken, sondern auch rechts und links. Aber das ist nur in den Cutscenes. Da flüchtet er. Wer ist das? Ah, sie haben ihn. Wer sind die Leute? Das Messer müsste ausbalanciert sein. Aha. Guck mal, Rocky Mountains, Bypass Colorado. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, unten steht es nochmal auf Deutsch. Kleiner Gag. Was hier wohl drin ist? Ja, stimmt. Und guck mal, die Blutflecken da auch, ne? Schönes Detail. Oh, da spritzt auch ein bisschen was aus seinem Hals raus. Das ist makaber. I like. Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist. Ah, ein coolen Spruch auf den Lippen. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Sehen wir mal nach, Leute. Was meint ihr? Was ist da los? Guck mal. Zum vorderen Ende des Zugs schleichen. Eine verrückte Schriftrolle. Ah ja, hier wird uns das Messer beigebracht. Soll ich euch das mal zeigen? Klickt ihr rauf und macht so. Könnt auch schleichen. Hast du es hinter dir? Vorsichtshalber würde ich ihn immer in den Busch legen. Man weiß nie, ob noch eine Patrouille kommt oder sonst was. Es geht relativ easy, alles mit Control. Mal hier auch. Drüben ist noch einer. Wir können auch Messer werfen. Ich muss ihn von hier aus erledigen. Am besten mit dem Messer. Wer hat Lust zu sterben? Seid ihr bereit? Erster Messer. Oh, nicht schlecht. Haben wir aber auch eine Wucht drauf. Okay. Guck mal, er sieht uns gerade nicht. Wir sneaken uns vorbei. Er merkt es auch nicht. Oh, Unfall. Oh nein, da gucken sie. Die armen Äpfel. Mann, diese Typen waren gut vorbereitet. Messer aufnehmen. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich gehe besser nach oben. Die nehme ich. Bin unterwegs. Das sieht ganz nett aus. Cooler Wassereffekt hier. Okay, schnell speichern machen wir.
Los geht's. Wer seid ihr denn? Die sehen nicht böse aus. Wollen wir da mal runterspringen zu denen? Herrgott, haben Sie mir Angst gemacht. Können Sie uns helfen? Komm raus, ich weiß, wo du bist. Sollen wir? So, jetzt bringt er uns das, die Schießwaffen bei. Davon haben wir zwei Stück. Warum haben wir davon zwei? Ja, dafür beide Hände, ne? Pass auf, gerade brauchen wir nur eine. Und dann drücken, machen wir einfach so. Klick. Das ist aber sehr, sehr laut. Und dann kommt sein Kumpel. Aber das ist auch kein Problem, weil dann mache ich einfach Klick. Und wenn jetzt noch einer kommen würde, dann hätte ich ein Problem, ne? Wegen Nachladen. Auf geht's. Das war knapp. Na, eigentlich war es nicht knapp. Das Rudel besser aus, bevor ich laut werde. Komm, wir speichern nochmal mit F5. Und springen hier rüber. Keine Bewegung, Kumpel! Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen können. Seht ihr, die beiden halten ihn in Schach mit erhobenen Händen. Das ist lila, interessante Farbwahl im Wilden Westen. Doppelschuss. Kann beide Waffen auf einmal abfeuern. Ja, aber wie macht man das denn auf einmal, fragt ihr euch. Und jetzt macht hier dieser Pause-Super-Spezial-Shift-Modus nämlich Sinn. Jetzt können wir nämlich aneinander rein. Zack, zack. Und dann einfach auf Ausführen. Und Ende Gelände. Ich würde sagen, jetzt schulden Sie mir was. Was denn? Soll das ein Scherz sein? Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Ich schlage vor, Sie kehren jetzt zu Ihrem Waggon zurück. Aber jetzt kümmere ich mich. So wie Sie sich um die beiden gekümmert haben? Hören Sie, Mr. Cooper. Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Gut, Dr. McCoy. So wie ich das sehe, führt nur ein Weg geradeaus. Und ich muss auch nach Flagstone. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Die Banditen haben offenbar den Tunnel blockiert. Was glauben Sie, warum der Zug angehalten hat? Das wird viel Arbeit, diese Felsen zu beseitigen. Gut, dass Sie auf dieser Anhöhe ein Fässchen Dynamit gelagert haben. Das Dynamit schnappen und den Tunnel freilegen. Gar kein schlechter Plan. Meine Pläne sind nie schlecht. In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache. Okay, wir speichern. Und wenn wir einen Blick in den Chat werfen, ihr seid nicht die Einzigen, die bei McCoy an einen anderen Doktor denken müssen. Der Name McCoy und Doktor ist eigentlich schon vergeben. Muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Entwickler. Jetzt geht's. Finde ich etwas schwierig, einen Dr. McCoy reinzubauen und die Spieler nicht etwas zu verwirren. Irgendwelche Ideen hierzu. Das könnt ihr aus meinem Gehirn nicht mehr rausstreichen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Okay. Was machen wir jetzt? Wir drücken mal H, um zu schauen. Okay, wir haben hier eine Leiter. Hier geht's runter. Wieso geht's da runter? Wir können mit Alt die Kamera drehen, um mal zu schauen. Was ist da unten? Oh, ein süßes Picknick. Zwei Gläser, Weinflasche, Riesenkorb, ein Stuhl. Uiuiui, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. In Ordnung. Also wir sind die ganze Zeit von Waggon zu Waggon gesprungen.
Aber hier darf ich jetzt, glaube ich, der Waggon ist nicht mehr zum Springen. Nope. Okay. Was mit den Leichen? Die lassen wir hier liegen. Ich schleiche mich da mal durch. Alles klar? Gucken wir mal. Zwar müssen wir... Wo ist denn der lila Typ? Ach, da. Okay. Auch duken, bitte. So, beide im Busch. Jetzt werfen wir mal die Tasche, weil ich glaube... Ja, hier ist safe. Guck mal, es sieht aus, als würde dieses Bärenfell Bauchtanz betreiben, oder? Ist ja nett. Wir werfen die Tasche direkt vor dieses Bärenfell und ja, das sollte klappen. Oder warte mal, wir... Hier drin. Hierhin. Hä, was ist denn da los? So, dann kommt er und dann geben wir ihm eine Spritze, okay? Das wirkt sehr schnell. Sagt er. Was ist denn da los? Oh. Eine Gasfalle. Nicht schlecht. Eigentlich müssen wir ihm die Spritze nicht geben, fällt mir gerade ein. Gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Verstanden. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Denn eigentlich ist diese Arzttasche gleichzeitig eine Gasfalle. Oh, sagt er. Ja, ja, pass auf, ich probiere das gleich nochmal. Der Typ guckt hier lang. Und wenn ich die nochmal jetzt hier hinschmeiße, machen wir einfach hier. Stecken uns hier. Und schon kommt wer. Oh, seht ihr? Da ist das Gas. Ah, das macht ihn gar nicht betäubt. Nur für kurze Zeit. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann schmeißen wir hier runter, oder? Oh. Eieiei. Eieiei, okay. Das war nicht nett. Aber es ist der Wilde Westen, ne? Was meint ihr, warum der wild heißt? Gucken wir uns mal die Nachricht an. McCoy kann seinen Bandlein benutzen. Holt Bandlein. Ein langer Revolver, um Feinde aus großer Entfernung auszuschalten. Wenn er diese Fähigkeit für ein Missionsziel braucht, hat er eine finale goldene Kugel bei sich. Aha. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Von hier? Laber nicht. Will ich sehen. Verdammt will ich sein. Cold Bandline Special. Kraft und Patronen. Eine Spezialanfertigung. Okay. Los geht's. Ja, wir kommen vorwärts. Er liegt hier oben. Der Doktor möchte nicht klettern, das macht er hier immer. Also würde ich sagen, klettern wir mal. Hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Sie gesehen, das war knapp. Hab ich gerade noch geduckt. Ich, die Leiche muss ja hier nicht liegen. Kann ich die hier runterschmeißen? Okay. Bisschen aufräumen nebenbei. Okay. Ja? Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Sie haben noch einen Plan, ja? Die ganze Zeit ziemlich gute Dialoge, ja? Okay, Dr. McCoy, versteck dich mal im Busch und jetzt schauen wir mal hier. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Warte mal, wenn wir jetzt schnell sind, kann ich... Ah. Und ab. Sieh genau hin. Achtung, und... Komm mal her. Oh shit, das war jetzt zu spät. Das merkt die Schützin jetzt hier, aber kein Problem. Weil... Ach, nicht weil... Verdammt, wir haben einen Fehler gemacht. Shift drücken. Jetzt müssen wir das anders ausbügeln. Und zwar Kanone, Kanone und du Sniper. Ausführen. Oh, da sind noch mehr. Sollten wir in Deckung gehen. Schnell hierhin. Gut, ich folge. Schnell dahin. Und los. So. Komm schon, wir haben gleich nachgeladen.
soll das hinführen? Okay. So spielt man das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber es geht gerade. Zack, zack. So viel dazu. Und Sniperino. Okay. So löst man das nicht. Sagt Sinsensan. Ganz genau, du hast vollkommen recht. So löst man das nicht. Aber wir haben vor 2 Minuten gespeichert. Kein Problem. Es gehört dazu. Man wird häufig neu ansetzen müssen. Deswegen möchte das Spiel ja auch so gerne, dass ihr immer wieder speichert. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. So, was machen wir jetzt anders? Versuchen, das nicht so laut zu lösen. Bisschen. Noch immer nichts. Was dauert denn da so lange? In Ordnung. Der Mistkerl hat sich vermutlich irgendwo versteckt. So, wie mache ich das? Habt ihr Vorschläge? Ich kann die Münze werfen. Dann drehen sich beide weg. Und dann können wir die eigentlich beide. Oder? Wir sind ja zu zweit. Wollen wir das mit der Münze machen? Das Dynamit kommt später. Das Dynamit liegt ja erst hier. Wo ist das Dynamit? Hier hinten. Kam gerade als vor. Ich probiere das mit der Münze. Ja, oder? Ich probiere es mal. Auf die Plätze. Fertig. Münze-Action. Was? Okay, da drehen sich beide um. Und jetzt kann ich den einen hier hinten mit dem Messer erledigen. Und er läuft schnell hin und erledigt ihn hier mit seiner Spritze. Okay? Okay, dann kommen wir eben schnell die Leichen auf. Das Gleiche gilt für den Doc. Ich hoffe, er kann das. Ja, beide können das. Ab. Oh, seht ihr, der Doc ist aber nicht so stark. Okay. Ausgezeichnet, dann legen wir die Leichen ab. Okay, und hätten die Geschichte hinter uns gebracht. Schauen wir mal. Oh, da ist auch noch einer. Ich würde sagen. Wollen wir das genauso machen? Wieder eine Münze und dann. Das mit der Münze funktioniert ganz gut. Guck mal, wenn ich hier eine Münze hinwerf. Ich gehe schon mal ein bisschen in Position. Mitten durch die Hölle. Wird auch Zeit. So, Achtung, Münze wird geworfen und danach drücke ich Space. Okay. Wobei ich merke gerade, wenn ich die dahin werfe. Egal, das klappt schon. Achtung! Wechselgang gefällig. Ob mit Space meine ich eigentlich Shift? Mist, jetzt ist nur er abgelenkt. Kein Problem, das kriegen wir auch hin. Indem wir. Er guckt jetzt nach da. Er guckt nach da. Noch würde ich mir das wirkt sehr. Geh da einfach hin, das merkt er nicht. Das merkt er garantiert nicht. Und du? Gehst da hin? Okay. Gut, ich folge. Achtung, gleich kommt's Messer. Wer hat Lust zu sterben? Und los! Vielleicht liegen die Zähne. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, er hier. Aber Glück können wir. Klare Sache. Wollen wir dann das? Schreiben die mal lieber weg, ne? Verstanden. Immer noch da. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier gerade nötig ist, aber gut ist es. Besser ist das. Okay, beide hier stapeln. Was nervig ist, beziehungsweise was ich immer wieder versuche, ist ein Rahmen, um meine Charaktere zu ziehen, um sie alle zu ziehen, aber es geht nicht. Doch, geht, mit rechts, rechte Maustaste. Jawohl, ich hab's geschafft, sehr gut. Okay, es geht. Gehen wir hier gucken. Oh, da sind 4 Leute in der Höhle. Wir dürfen keinen Alarm auslösen.
Wachen, die Ponchos tragen, lassen sich nicht leicht täuschen. Ja, ja. Sie verlassen ihren Posten nicht und Ablenkung halten bei ihnen nicht so lange vor. Ah, okay, guck mal, es gibt bessere Waffen. Wachen, meine ich. Wachen mit Ponchos. Das ist er hier. Er hat einen Poncho und der heißt auch Poncho, oder was? Ach nee, die heißen... Die sind nach ihrer Ausrüstung benannt. So hat man das damals gemacht im Wilden Westen. Damals, im 19. Jahrhundert, hat man die Leute noch nach den Gegenständen benannt, die am dichtesten waren, als sie geboren wurden. Das wäre doch lustig, oder? Stellt euch das... Na komm, wir machen weiter. Wie ist das mit dem Poncho-Mann? Wollen wir dem einfach ein Messer ins Gesicht werfen? Die lassen sich nicht so leicht ab... Ach, pass mal auf. Guck mal, ich habe hier schon eine Idee. Als erstes gehen wir mit unserem Chef hier hin. Weil der sieht uns nicht, während wir diesen Busch betreten. Zack, sind wir im Busch. Dann geht Kollege McCoy hier auf Position. Der Schütze führt Selbstgespräche. Und eigentlich... Oh, guck mal, die wollen gerade... Ah, cool. Eigentlich hört er ja gar nicht dazu. Kann ich den jetzt nicht... Warte mal, wenn ich dem einfach ein Messer ins Gesicht werfe, ist das dann nicht... Ja, ich probier's mal. Ja, merkt er gar nicht. Achso, guck mal. Es war jetzt einfacher, als ich erwartet hatte. Manchmal macht man sich anscheinend zu viel Gedanken. Wir sehen uns in der Halle. Warte mal sehen, was hier los ist. Du musst ihn gründlich filzen, hörst du? Die nehm ich. Kein Problem. Lass uns mal die Leichen hier im... Busch verstecken, okay. Los. Besser, wir verstecken. Das ist sehr cool, das... Er hier langsamer die Leichen transportiert. Aber das war ja schon das immer das Konzept von kommandosartigen Spielen. Bei Shadow Tactics oder bei den Andes Parados. Na, jeder Charakter hat seine eigenen coolen Fähigkeiten. Sonst wäre es ja auch lame, ha? Huh? Guck mal, die sind beide mit dem Rücken zu uns. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder? Na gut, das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Haha, okay. Pass auf, das machen wir so. Ich drücke Shift und wir können halt auch, wir müssen nicht nur werfen, wir können auch so und so. Das ist eine Spritze-Messer-Kombination. Leute, das macht immer mehr Spaß. Immer mehr. Kein Abschnitt war jetzt bis wie der bisherige. Mehrere Charaktere kannst du auswählen, indem du rechte Maus gedrückt hältst und ein Rechteck um sie herum ziehst. Danke, Tutorial. Du kommst an der falschen Stelle. Das fragt man sich etwas weiter vorher. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiterreisen. Das kostet auch. Weil wir gehen hier rein. Warte mal, hat er schon einen abgeknallt? Das gibt's ja nicht. Was für eine Schweinerei. Das gibt's ja wirklich nicht. Da müssen wir schnell agieren. Achtung, ich... Warte mal, knallt er die... Nee, jetzt ist... Ich beeile mich mal. Ich will nicht, dass hier die unschuldigen Menschen... Als erstes... Als erstes geht Captain Münze hier hin. Der Doc bleibt hier oben. Okay. Ausführen. Jetzt Pause. Und jetzt machen wir erstmal Münze, um die abzulenken. Was gibt's? Also Münze hier hin. Dann. Warte mal, ich mach mal ausführen. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt aneinander rein? Danach... Messer? Macht er das? Glaub nicht. Nee, nee, das macht er, glaube ich, nicht. Pass auf, Münze. Ausführen. Das war jetzt ein bisschen dumm, aber ich habe ja noch mein Messer. Das war nicht so klug. Das war gar nicht klug. Ich glaube, so ist falsch. Poncho Man ausschalten. Gar nicht gut. Das wirkt sehr verstanden. Das
alles erreicht. In Ordnung. Ich hab dich! Wer auch immer sie sind. Vielen Dank. Das hat jetzt trotzdem geklappt. Da kommen aber, glaube ich, noch Wachen. Da hinten ist eine. Aber mein Sniperman ist schon wieder bereit. Das ist nur vorübergehend. Ich würde jetzt auf Speichern verzichten, weil vielleicht war das richtig schlecht. Aber gut, so einen Fehler kann man sich anscheinend mal leisten. Oh, schnell weg. Oh, guck mal, er hat... Jetzt müssen wir schnell. Er hat die Leiche entdeckt. So ist das. Gib ihm schnell einen Headshot. Oh, da kommen sie. Okay, wir verstecken uns mal lieber hier, okay? Dachte ich mir schon. Verdammt doch mal, wo sind sie? Was machen die jetzt? Ich erwische dich, du Mistkerle. Scheiße, lasst sie nicht entwischen. Wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Keine Überraschung mehr. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen. Dauert zu lange. Wir haben zu tun. Na, guck mal, die laufen ein bisschen rum und dann hauen die aber auch wieder ab, oder was? Ist hier einer mit einem Poncho bei? Nee. Freundliche Leute und er haut ab. Ah, guck mal, das passiert aber... Ich meine, es ist auch interessant zu sehen, was passiert, wenn man es falsch macht, oder? Findet ihr nicht? Eine kleine Serviceleistung von mir, ich speichere mal. Können wir über die... Wir gehen mal oben lang, oder? Ich wusste doch, dass da ein Herz in ihn steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Oh, ich dachte, er wäre gerade. Ist er gar nicht. Unterwegs. Wenn sie sich rühren, knall sie alle ab. Die gehen gerade weg. Ich überlege, ob ich die Gelegenheit nutze. Und schnell der hier. Die. Schnell die Leute hier ausschalte. Soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Pass auf, wir springen da rein. Und wir uns ein paar Banditen. Da auch. Und los. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit. Okay, jetzt haut er gerade ab. Das macht's ja einfacher. Okay, ich mach kurz einen kleinen Messerangriff. Kurz und schmerzlos, wie er gerade sagt. Wunderbar. Schnell ihn wegbringen. Ablegen. Oh, guck mal, eine Kiste. Vielen Dank. Oh, schnell. Ich bin im Busch, er sieht mich nicht. Auf geht's. Okay, er sieht mich anscheinend doch. Okay, da müssen wir kurz einmal schauen. Das Ding ist anscheinend... Hä? Okay. Okay. Wir laden das nochmal. Das ist kein Busch. Busch und gleich Baum. Tut mir leid, wusste ich nicht. Ich dachte, man könnte sich auch hinter Bäumen verstecken, wenn man sich hinter Büschen verstecken kann. Aber das ist im Mittelwesten nicht so. Humbug. So ein Gefühl. So, wir können ja jetzt nochmal die Taste H drücken und dann sieht man das auch. Ich wusste doch, dass da ein steckt. Aber gut. Vielleicht verständlich, dass man da am Anfang drauf reinfällt, oder? Der Anfang des Zugs. Ne, ihr müsst nicht beide runterspringen. Komm, nur hier, Captain. Cooler Cowboy. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Okay, halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen Dank. Dann kommt er wieder und... Hä? Wo sind die alle? Was ist los? Wo bleibst du denn? Wundert er sich. Ich bin nicht in Stimmung. Sieh genau hin. Du wirst vom Blut vergießen. In Ordnung. Wieder. Schön schwer. Oh, das war aber knapp. Habt ihr gesehen? Uiuiui. Okay, ich bin geduckt. Mal sehen, was jetzt passiert. Die Jungs haben was geschnuppert. Aber sehr gut. Ganz knapp. Jetzt haben wir hier drei. Was ist da? Nochmal zwei. Ganz schön viele. Der hier unten, den kriege ich ohne Probleme eigentlich. Der streunert hier immer rum. Ich glaube, man muss jetzt... Bin unterwegs.
Komm, lauf, Junge. Lauf, 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 schnell auch. Der Fels dort sieht aus, als würde er bald herabstürzen. Ist das so? Der hier, der so blinkt. Okay, dann warten wir mal kurz ab, dann benutzen wir den Fels, wenn da mehrere Leute drunter stehen, okay? Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nichts. Ah, okay, den hätte ich erledigen können, hätte ich gewusst, wie der steht. Aber, oh, guck mal, da kommen die Leute, Achtung. Ich muss als erstes ihn ausschalten, damit ich hier in Ruhe den Stein jetzt... Was ist passiert? Heilige Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Verdammt nochmal! Oh Mann! Das Fenster hier ist ein bisschen nervig, genau in der Mitte des Bildschirms. Falsch! Wenn man Escape drückt, wandert es nach unten. Da ist es besser aufgehoben. Ich will es übrigens nicht ausführen. Ich habe nichts auszuführen. Kann ich das auch weghaben, dieses Fenster? Hier gibt's nichts mehr zu. Mach schon. Also das war jetzt natürlich ein Unfall. Dementsprechend gehen wir, kommen die uns nicht auf die Schliche, aber ich sollte die Leiche hier oben mal schnell wegräumen, nicht, dass da noch ein Unglück passiert. Das Game kommt übrigens morgen raus. Man tags fragt. Wird auch für Konsolen rauskommen? Kein Problem. Weiß es nicht, Miss. Guck mal jetzt. Uiuiui, jetzt haben wir hier aber. Was ist denn, wenn ich auf M. Kommt denn eine Map? Ja, Tatsache, dann kommt hier oben. Na gut. Die hilft mir leider nicht allzu viel. Du bist noch hier oben drauf, ja? Mit Backspace lösche ich das. Ah, dankeschön. Vielen Dank, wer hat das gesagt? AVE. Du bist ein Schatz. Lass uns mal die Typen patrouillieren, ja hier. Das haben wir jetzt beobachtet. Ich glaube, du kannst jetzt ohne Probleme hier mal runterspringen. Überlassen Sie das mir. Das war jetzt vom Timing her ein bisschen doof, weil er jetzt kommt. Was macht er? Er holt eine Kiste. Und wenn er die Kiste holt... Oh, jetzt warte ich lieber. Jetzt kommen die, ja? Uiuiui, achso, okay. Gut, dass ich nicht... Gut, dass ich gewartet habe. Die Frage ist jetzt natürlich, muss ich die eigentlich alle ausschalten, ne? Muss ja nur zum Dynamit kommen. Du, lock dich hin, du! Oh, da läuft er! Lauf, mein kleiner Doktor! Spring hier rüber! Oh, shit, geh nicht! Versteck dich in den Busch! Okay, okay, so schnell geht das. Zum Glück haben wir gespeichert. Okay, wir haben hier gespeichert. Der ist schon runtergeplumpst. Wisst ihr was? Ich gucke erstmal, ob wir das überhaupt hier unten machen müssen, weil ich bin ja hier schon recht weit oben. Und ich nehme jetzt kurz diese Leiche und bringe die kurz hier hin, ja? Und wir laufen jetzt hier einfach hoch, kümmern uns um die beiden und schmeißen das dann mit dem Dynamit hier, schmeißen wir runter oder whatever. Und ob wir denn hier unten... Naja, hier sind noch Unschuldige, die könnten wir... Es gibt bestimmt mehr Punkte, aber who cares about Punkte, oder? Ich nicht. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Ist er ist freundlich. Ist das? Oh shit, da war noch einer! Ah! Okay, den habe ich nicht gesehen. Jetzt wissen wir es. Okay, komm her, nimm das Ding. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Lange, sag mir, wo die Tresore sind. Kann man jetzt hier durch die... Ich weiß es nicht, Miss. Nope, oder? Nee, kann ich nicht durch. Ein Pferd. Na los. Okay, so einfach geht das nicht hierhin, ne? Habt ihr gesehen? Ich muss... War das mit dir?
dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Ja, ich muss tatsächlich einmal einen kleinen Umweg machen. Nicht ganz hoch. Deswegen habe ich doch auf die Mitte der Leiter geklettert. Okay, man kann nicht in der Mitte der Leiter warten. Das ist gut zu wissen. Ich muss unten warten. Wir müssen das jetzt mal ausmachen. Diese ganzen Fenster, die hier ständig reinkommen. Was ist das denn? Ich würde gerne... Wo stelle ich denn ein, dass du mir nicht ständig auf die Eier gehst, dass ich speichern soll? Hier nicht. Muss doch möglich. Ich dachte, das wäre möglich. Ist das unter Gameplay wahrscheinlich? Bestimmt. Speichererinnerung nach einer Minute. Ah, okay, wir können sogar eine Zeit einstellen. Wollen wir das? So. Übernehmen. Danke. Weiter geht's. Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Meine Männer werden es finden. Okay, er dreht sich um. Wir gehen hoch. Jetzt verfolgen wir ihn. Er steht ja die ganze Zeit nur da. Das machen wir lautlos. Von Hand. Schnappen wir ihn uns. Und los. Meinst du, essen Pferde Menschen? Hat das jemand mal? Weiß man nicht, ne? Das ist noch nicht erforscht. Auf yeah. Geht's. Das schaffen wir nicht, oder? Aber er ist der Nächste. Sag mir, wo die Tresore sind. Ja. Okay. Guck mal, man denkt, man geht einfach zack dahin, aber ist nicht. Jetzt müssen wir eine riesen Detour einmal oben machen, um da ohne Probleme durchzukommen. Also er hier ist ja von niemandem im Sichtfeld, oder? Von dir. Oh doch. Ah, kein Problem. Ich mach das so. Pass auf. Und zack. Oh shit. Zack. Schnell, geh schnell wieder hier in deinen Busch, okay? Geh in deinen Busch! Nein! Scheiße! Ja, Störenfriede. Pass auf, da die E jetzt gerade alle komplett aufgescheucht sind, knall ich die einfach ab. Hier, der lila Kollege. Bleib mal ruhig da oben. Und du gehst hier lang. Okay, weiter geht's. Shit, ich glaube, ich habe dem lila Kollegen jetzt... Nee, komisch. Verstecken wir uns mit ihm am besten hier in dem Busch, ja? Komm schon! Nein, keiner hat mich gesehen. Erzähl doch nichts. Keiner sieht mich. Ach. Okay. Alright. So, wir warten mal. Wir machen das nochmal. Okay, wir machen das anders. Es ist manchmal schwierig, aber dafür hat man ja... Ja, okay, jetzt erkennt... Hier kommt man... Ich dachte, das wäre ein Busch. Dabei ist das hier. So machen wir das. So langsam wird dich warm. Warte mal, wie mache ich das wieder weg? So. Dann gehen wir hier rein. Der Kollege sieht uns nicht. Der Kollege... Aha. Bis wo guckst du? Wir machen das mal mit der Münze, okay? Hier so. Wechselgeld gefällig.
Ah, okay, das hat ihn ja gar nicht interessiert. Und los. Ich probier's nochmal. Ich schmeiß den in den Busch, okay? Jetzt möchte er. Das Messer rein. Gehst du da hin? Gehst du in den... Nee, der dreht sich nur dahin. Okay. Dann schmeißen wir die Münze hier hin, okay? Und machen das. Kopf oder Zahl. Hey, du, lass mal. Sieh genau hin. Kopf, mal her. Okay, das hat auch nicht geklappt. Drücken wir F8 fürs Neuladen. Zack, zack, sind wir wieder da. Okay, okay, okay. Ah, warte, nee, nicht runter. Nicht runter, du Honk. So, okay, danke. Schnell hoch hier. Dann hinter ihm her. Kurz und schmerzlos. Messer benutzen mit Rücken. Dann hier hin. Wieder einer weniger. Mist, aber Gott, sag es mir. Schieß ich dir ins Gesicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Dann wollen wir mal. Ich glaube, das war schon der richtige Ansatz. Wir gucken mal. Oh, setz dich mal hin. Nicht laufen. Das war der richtige Ansatz. Auf geht's. Du scheiß Company-Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Wir probieren das einfach nochmal. Ich glaube, das mit der Münze. Oder? Guck mal, wenn ich die Münze jetzt. Bewegt er sich? Nee, der merkt es gar nicht. Wieso merkt er das nicht? Sollte ich vielleicht mit dem Arzt hier hinten sein lieber? Nee, ne? Was ist das? Bandagen. Guck mal, der kann heilen. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay, Junge. Wie machen wir das jetzt? Du... Ich kann euch eigentlich auch einfach beide gleichzeitig. Wollen wir das so machen? Wir machen das so. Können wir... Ah, das geht nicht. Dann habe ich ja kein Messer mehr. Und wenn ich... Pass mal auf, ich probiere es mal so. Klare Sache. Ich wollte ihn erst abstechen und dann das Messer rüberwerfen. Das hat auch nicht funktioniert. Ja, ich brauche noch das Gefühl für die Wurfreichweite. Von Münze und Messer. Kurz und schmerzlos. Ein kleiner Fehler. Ja, mit dem Doktor, ne? Ich versuch's, ich bin zu faul, den Doktor zu holen, weil, na gut, aber müssen wir wohl. Dann hol ich den Doktor. Ich hab da so ein Gefühl. Doktor, füllt mal kurz seine Munition wieder auf. Genau das, was ich brauche. Hm. Na gut. Dann geht der Doktor hier lang. Hinterm Pferd, bitte. Das hat keiner gesehen. Und hock dich hin. Genau mein Gedanke. Hock dich hin. Hock dich hin. Halten wir Abstand. Okay. Es ist ein bisschen schwierig. In der Animation nimmt er das nicht an. Ihr müsst dann genau nach der Animation drücken, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder ich brauche halt noch ein bisschen Übung. So, wir machen das jetzt so mit zweien. Ganz einfach. Holen wir uns ein paar Banditen. Ich dachte halt, wir teilen uns auf. Der eine macht links, der andere macht rechts. Aber wo ist denn jetzt mein Junge hier? Wo bist du? Ach, da hinten noch. Okay, geh hier hoch. So, krieg ich darüber. Okay, also drücke ich Space und mit Space meine ich Shift und reihe hier diese beiden Handlungen aneinander. Das wirkt mal gut. Ausführen. So, dann nehmen wir mal vorsichtshalber schnell diese Leiche. Bei dir sieht es ähnlich aus. Bitte leg die mal hier ab, ja? Ich verheimliche nichts mehr. Und ich glaube, jetzt dürfte es relativ easy sein, weil der Typ braucht ja gar nichts. Mach schon.
Und wenn ihr mal hier runter mal gucken. Hey, boff. Ach, schade, ich dachte, der bounce hier weiter runter. So, und jetzt drücke ich mal speichern. Oh nein, jetzt hat er den erledigt. Ich kam nicht rechtzeitig. Ich habe das richtige Werkzeug. Wer braucht eine Spritze? Bin da. Okay. Jetzt fragt man sich natürlich, hätte man es schaffen können, den zu retten? Hm. Kann gut sein. Vielleicht ist es. So, jetzt gibt es hier nochmal 6 Schuss für unsere Revolver. Das nimmt hier. Mach das mal. Die nehme ich. Und dann lesen wir erst, bevor wir das Dynamit schmeißen, mal kurz die Anweisung. Wie benutzt man denn so ein Dynamit? Du kannst Dynamit aus dem Fass nehmen und werfen. Ziele mit A und wirf das Dynamit dann mit L-Maus. Sei vorsichtig, wenn du zu lange wartest, explodiert es in deiner Hand. Oh shit, okay. Okay. Machen wir das mal. Und werfen es dann da runter. Und wisst ihr was? Um die Verwirrung perfekt zu machen, werfen wir gleichzeitig diese Leiche mit runter. Schön cool bleiben. Schnappt ihr das? Dynamit? Oh, er hat das Dynamit. So, jetzt die Leiche. Er kann Leichen nicht runterwerfen. Er ist zu schwach. Verstanden. Also, lass sie liegen. Dafür schmeißt du das Dynamit. Wie viel haben wir davon? Ich hätte die ja gerne miterledigt, ne? Wollen wir vom Timing nochmal warten, bis die da vorbeigehen? Pass auf, wir machen das mal. Wir warten nochmal vom Timing. Oh ne, wir dürfen doch nicht warten, habe ich ganz vergessen. Wir dürfen doch nicht warten. Schnell, schnell, wie viel Zeit habe ich noch? Oh, Hälfte. Perfekt, Achtung. Und Wurf. Ausführen. Ich gehe mal hoch, damit wir das sehen. Und spannend. Ach, guck mal, und dann... Ich dachte, der... Guck mal, der Timer gilt nur in der Hand. Das ist ein bisschen seltsam. Danach ist es... Oh shit, jetzt kommen die hoch. Okay, wir machen das folgendermaßen. Du schießt... Geht nicht. Aber du hast ja nochmal Dynamit, bitte, ja? Da hat er das Dynamit. Und wirft es... hier aufs Pferd, okay? Ich hoffe, dass die Flug... Es ging ja recht schnell. Auf die Plätze. Fertig. So. Und zeitgleich machst du... So. Ausführen. Achtung! Sind da noch mehr? Da kommt noch einer. Kommt noch einer. Jetzt können wir uns aber eigentlich mal ganz kurz hier verstecken, ja? Geh du da schnell hin. Geh du da schnell hin. Zack. Ich hab zwar Doppelklick gemacht, rennen tun die trotzdem nicht. Jetzt sind wir hier. Wir machen das alles nur noch schlimmer. Okay, pass auf, ich zeig dir mal, wie es schlimmer aussieht. So, nicht vergessen, Messer holen. So, guck mal, ich glaube, das war... Weiß ich, war das gut? Kann man das gut nennen? Es war erfolgreich. Oh, hier ist eine Tür, auch interessant. Wir haben jetzt hier unten... Brauchen wir noch mehr Dynamit? Uiuiui. Anscheinend, ich schätze mal, die Lok, wenn wir stark beschädigt haben. Wer schreit denn da? Überall Leichen. Niemand lebt mehr, bis auf einen Typ. Der hier. Kann ich den mit dem Sniper... Nope. Gehen wir mal hier an die Klippe. Vielleicht geht's dann. Das riecht nach Ärger. Und wo ist der Haken? Meine Spezialität überlassen. Achtung! Das war der letzte! Guck mal, hier ist ein interessantes Zeichen. Keine Ahnung, was das ist.
Wir machen mal die Tür auf. Die Truhe. Brauchen wir nicht, wir haben genug Munition. Okay, Spiel, was sollen wir jetzt tun? Ziele aktualisiert. B. Zum Treffpunkt begeben. Bringe Cooper und McCoy zum Treffpunkt, damit sie den Job zu Ende bringen können. Treffpunkte. Vielen Dank für diese spezifische... Ja, also wahrscheinlich müssen wir hier in die Tür, oder? Ist das der Treffpunkt? In Ordnung. Normalerweise arbeite ich allein. Soll ich jetzt... Warte mal. Wir sind ja auch so ein bisschen Completionist, ne? Pass auf. Wir gehen kurz. Lass uns heilen. Von dem Doc. Wer braucht einen Arzt? Doch mal sehen, was hier los ist. Ich kümmere mich drum. Guck mal, so geht das. Mal einer an. Wie oft kann man das machen? Arzt. Tun Sie nicht so überrascht. Okay. Hier steht jetzt Heilung plus 2. Jetzt weiß man nicht, ob ich zweimal heilen darf oder ob eine Heilung 2 von den Punkten voll macht. Naja, Erfahrung wird eine Antwort darauf liefern. Erstmal aufwärmen. Dann wollen wir mal. Aber das wird unendlich Heilung sein, oder? Gut, ich folge. Kann man wirklich unendlich heilen? Krass. So, gehen wir mal weiter. Hier einmal unten gucken. Was ist das für ein lustiges Zeichen? Ach, das wird der Treffpunkt sein wahrscheinlich. Okay. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Okay, die wollten wir noch kurz. Okay. Dann holen wir den Kumpel. Aber warte, bevor wir da zum Treffen... Jetzt will ich aber wissen, was da in der Tür ist. Wenn das der Treffpunkt ist, was ist denn das? Ach so, das ist nur zum Verstecken. Okay. Mitten durch die Hölle. Okay, lauf hier hin, Junge. Guck mal, jetzt nimmt er die Leiter. Cool, oder? Aber auch super. Ich meine, wer kam auf die Idee? Mir ist das zu einfach, hier rechts den Weg hoch zu gehen. Kannst du mir mal 3 Leitern geben, damit ich den Weg hier links rum machen kann? So, warte mal. Wo ist denn jetzt? Wir sind noch zu dritt. Halten wir Abstand. Und mit 3 mal nicht 2, mein Gott. Ach so, müssen ganz genau da stehen. Alright, jetzt haben wir's. Ordentlich reinstellen. Ja, tut mir leid, dass der eine stand. Ich denke, Sie ein Zentimeter zu weit weg. Glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Boah, Leute, Wilder Westen, ey. Wie cool muss der gewesen sein? Töte 3 Banditen auf einmal. Töte Banditen mit Dynamit. Oh, wir haben einen zu wenig mit Dynamit erledigt, um hier den Superstern zu kriegen. Rette alle Zivilistengruppen. Wieso ist uns das nicht gelungen? Schade. Und hier sind die ganzen Spezialdinger, falls euch das nicht schwer genug ist. Zack. Und das ist ein ziemlich interessantes neues Feature. Ihr kriegt jetzt hier, mich erinnert das an Civ. Früher bei Civ, wenn man einen Monat lang gespielt hat, hat man am Ende die Zusammenfassung gekriegt. Das hier ist so ähnlich. Hier seht ihr das nochmal. Minuten haben wir dafür gebraucht, seht ihr? Links oben sehen wir auch, wie oft wir gespeichert haben. Okay.
Und hier haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht. Wir können die Wiederholung auch speichern. Machen wir gleich mal, gucken, was dann passiert. Wir lassen es aber noch mal kurz zu Ende spielen. Jetzt haben wir schon so lange gewartet und dann jetzt hier oben, dann haben wir da geguckt, was ist da im Klo los. Und dann sind wir runtergekommen. Und das war's. Und was passiert, wozu soll ich das speichern? Wisst ihr, warum man das speichern sollte? Also, was das... Will jemand von euch die Replays sammeln oder so? Wozu könnte man die gebrauchen? Ist das Missionsauswahl? Die haben wir erledigt. Jetzt sollen wir nach Flagstone. Wir haben nur einen Stern von Nacht. Okay. Hast du den Eindruck, dass das Spiel zu schwierig oder zu leicht ist? Möchtest du den Schwierigkeitsgrad ändern? Nö. Wir haben auf normal. Das ist doch in Ordnung. John Cooper ist nach Flagstone gekommen, um sich mit einem alten Freund zu treffen. Es dauert nicht lange, bis er wieder in Schwierigkeiten steckt. Spiele dieser Art sind ziemlich selten, sagt Trevor84. Oder irre ich mich da, sagt er. Schon. Ist ja mit vielen alten Genres so. Ja, es ist im Grunde auch ist wie im Tierreich die Evolution. Irgendwann kommt halt so ein Platzhirsch, der alle anderen aus ihrer Nische drängt. Und dann hast du nur noch 3D-Shooter. Okay, wir können starten übrigens. Soll ich das nochmal lesen? Okay, warte mal. Sind das mehrere Seiten? Okay, pass auf. Eingenistet zwischen den Gipfeln der Colorado Rockies liegt die Kleinstadt Flagstone. Ladenbesitzer, Bauern, Schmiede und Barkeeper gehen in täglichen Geschäften nach Arbeit, bla bla bla. Als Cooper in Flagstone eintrifft, geht er geradewegs zum Saloon. Wenn leer ist, Barmädchen schenkt ihm ein Glas Whisky ein, bis er wartet, dass ein Freund kommt. Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Konzentrier dich aufs Spiel, ja? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt. Scheiße. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Oh, zu dir kommen wir gleich. Ihr kennt das Spielchen. Alle Mann raus. Ja, Sir. Sieh nur, wie sie rennen. Hast du was an den Ohren? Ich trinke nur noch aus. Hör zu, Arschloch. Diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann so... Wir dulden hier keine Störenfriede. Wen haben wir denn hier? Nun, jetzt sind es zwei Störenfriede. Was zum Teufel? Du schon wieder? Da laufen sie wie die Hunde. Kein Wunder, nachdem die armen Kerle deine hässliche Visage gesehen haben. Oh, gern geschehen. Du brauchst einen Drink und ich auch. Hector, deiner geht aufs Haus. Gracias, Senorita. Gib mir Bescheid, wenn die zurückkommen. Besser nicht. Nächstes Mal bringen sie dich um. Können sie ja versuchen. Ich nehme an, du bist schon eine Weile hier und hast die falschen Leute verärgert, hm? Die haben mich verärgert. Aha. Wenn du schon hier bist, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oh nein, da ziehst du mich nicht mit rein. Ich bin wegen Frank hier. Umstellt das Haus! Lass sie nicht entwischen! Amigo, du steckst bereits mittendrin und du schuldest mir was. Okay, lass uns von hier verschwinden. Na los, hinten raus.
Was er da auf dem Rücken hat, das sieht aus wie eine Bärenfalle. Ich dachte erst, das wäre ein World of Warcraft Legendary Endboss-Bogen. So sah das aus. Es wird so eine Riesenbärenfalle sein. Oder? Er sieht aus wie so ein Waldläufer. Sie sind hier irgendwo. Und wir haben alle Zeit der Welt. Diese Typen sind auf Blut aus. Wer zum Teufel sind die? Na, gehören zu der Witt Company. Mit einigen von ihnen habe ich noch eine Rechnung offen. Na dann. Ich hoffe allerdings, du hast einen Plan. Na, klar. Lass uns zur Straße gehen. Niemand wird uns belästigen, wenn wir uns unter Stadtvolk mischen. Dann haben wir etwas Luft. So weit, so gut. Aber wessen Schädel schlagen wir denn ein? Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu retten. Dann haben wir Wild March. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone Bordells, trinkt Whisky und sieht den Mädchen beim Tanzen zu. Als nächstes hätten wir den Duke. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden. Und zuletzt haben wir den Vorarbeiter, McBain. Der ist ein echtes Arschloch. Hat seine Leute die halbe Stadt abreißen lassen, damit er nicht um sie herum planen muss. Also, wir kümmern uns um sie, gehen zum Saloon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe? In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Puh, das war ziemlich viel. Aber, das kennen wir doch. Das habe ich schon vor langer Zeit mal in der Präsentation gesehen. Ich glaube nicht, dass ich das selber... Das ist wahrscheinlich ein Level, den sie schon vor einiger Zeit mal gezeigt haben. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind wir jetzt... Warte, konnte man nicht durch die Stadt ganz normal gehen? Naja, gucken wir später mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Er hat ja immer noch diesen Kegel. Also sieht es nicht so aus, als könnten wir uns frei bewegen. Nun ja, fangen wir an. Wie war das nochmal? Oh, da ist er ja, unser neuer Typ. Wo ist der Doc? Habt ihr den Doc gesehen? Haben die das nicht gerade gesagt? Der ist bestimmt im Bordell, oder? Was ist hier passiert? Da ist der Doc. Zivilis. Er darf sich frei bewegen, wir nicht. Wir haben eine Mission, okay? Also, wir wollen hier lang. Lass uns mal kurz diesen Hinterhof hier lösen. Ich schätze mal, danach gibt's neuen Kram für uns zu erfahren. So, Trapper da rein. Ich möchte, dass du hier einmal bitte das Teil da liest. Was ist da los? Hector kann pfeifen, um Wachen zu seiner aktuellen Position zu locken. Hector kann außerdem Bianca platzieren. Eine riesige, aber überraschend unauffällige Bärenfalle. Hector ist klug, also kombiniert Hector seine Fähigkeiten gerne. Ach so. Boah, das sieht aber sehr brutal aus, diese Bärenfalle. Eieiei, das ist keine Bärenfalle, das ist ein... Kennt ihr Käseschneider? Wo so mehrere Drähte... Oder kann man damit noch Eier schneiden? Ich weiß es nicht, so sieht das aus. Was passiert, wenn sie auf? Ein Menschenzerteiler. Können wir hier durchrennen? Das schaffen wir, oder? Keiner gemerkt. Er sieht ihn. Und Longcoat ist mit ihm. Ist er so ein... Also ich kann hier noch weiter schleichen. Ich sollte mal hier hinschleichen. Da ist ein Tipp. Den großen Typen mir zu überlassen. Er hat dich schon mal erwischt. Er gehört ganz und gar dir. Longcoats. Ah, jetzt wird die Frage beantwortet, die sich gerade stellt. Longcoats sind die gefährlichsten Feinde. Hector ist der Einzige, der sie alleine erledigen kann, und zwar mit seiner treuen Axt und mit bloßen Fäusten. Aha. Okay. Teufel, ich krieg Durst, Murdoch. Die können sich nicht ewig verstecken, Sam. Jetzt reiß dich zusammen.
Ah, weg! Psst. Was bist du? Keinen Zentimeter bewegen. Ah, hat mich gefunden. Warum passiert ständig so etwas? Keiner gemerkt. Habt ihr gesehen? Keiner gemerkt. Jetzt hätte ich gern Dynamit dabei, dann hätten wir es gleich gelöst. Müssen wir kurz abwarten, bis sie sich wieder beruhigt haben. Guter Anfang, sagt Zinsensan. Ja, selbstverständlich, ne? Am Anfang einmal checken, was passiert, wenn man es nicht richtig macht. Weil warum sollte man es richtig machen, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man es nicht richtig macht? Oder? Macht doch nur Sinn. Was ist los, liebe Leute? Regt euch mal ab. Bist du sicher, dass sie hier sind, Murdoch? Sie können uns nicht entwischt sein. Also ich komme nicht aufs Dach, ich kann nur... Hier ist ein Brunnen. Da kann ich wahrscheinlich Leichen reinschmeißen, oder was? Bin mir nicht ganz so sicher. Longcoat guckt die ganze Zeit. Den will der Bärentyp machen. Der Bärentyp, wie will er das mit seiner Axt? Was ist das hier? Pfeife? Ah, ja stimmt, das habt ihr uns doch auch gerade erklärt. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Shit, jetzt streunern die hier rum. Das macht's nicht unbedingt einfacher, oder? Ah, Mist, okay. Knall sie ab und geh dann zum Saloon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was zum? Oh, Scheiße! Warte, das? Ach so. Da. Ich sehe dich ab. Oh nein, ja. Ach, hau ab! Jetzt starten wir das eben neu. Alles gut. Ach ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht können die Entwickler das noch ändern. Das Ding ist, das Spiel möchte so gerne, dass ihr Autosave macht, dass es sich weigert, einfach vor einer Mission zu speichern hier, oder? Also, wobei doch, ich muss jetzt hier in Laden und muss jetzt manuell, glaube ich. Nee. Nee, doch. Oder? Bin ich doof? Das ist, Schnellladen ist ja nicht die... Das ist ja die Mission davor. Das ist ja das Doofe. Normalerweise würde man erwarten, dass hier oben jetzt der Anfang der aktuellen Mission ist. Das ist ja nicht der Fall. Wenn ich jetzt... Jetzt ist die alte Mission. Kann hier, neu starten muss ich, glaube ich, drücken. Ja, ja, so muss man das... Genau, neu starten. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Der lädt leider nicht. Denn direkt hier an den Anfang der Mission... Bisschen verwirrend, aber nur leicht. Neulich haben sie das Haus... Okay, wir müssen das mit dem Pfeifen machen. Da war mir zu viel Dialog am Anfang. So viel kann ich mir nicht merken. Und wir haben alle Zeit. Also, wir nehmen jetzt den Trapper, okay? Und der Trapper sneakt hier hinten lang. Der Kollege sieht ihn ja nicht. Bist du sicher, dass sie hier sind, Murdoch? Natürlich seht ihr den. Bleiben hier stehen. Und los, husch, husch, lauf, lauf. Das ist aber auch knapp bemessen manchmal hier. Ui, ui, ui. So, jetzt komm her, ich pfeif mal. Okay, warte, wieso? Ich hab doch gar nicht Space gedrückt. Egal, benutze ich trotzdem. Meine Pfeife. Jetzt machen wir mal Lärm. Pfeif ihn mal an, okay? Was zum... Oh, was war das denn? Okay, nochmal. Pfeife auf den Typ. Hey! Ich mach's mit Singen. Hä? Okay. Also, Steuerung muss ich noch ein bisschen üben. Das ist, Neuer Haus wird gefällig. Und noch einer. Zu Hector. So, den hätten wir erledigt. Der kommt nicht mehr wieder. Jetzt müssen wir uns um den kümmern. Wie kriegen wir ihn abgelenkt? Wahrscheinlich nicht mit einer Münze oder auf... Ach, guck mal, wir können hier ganz einfach von hinten ran. Das ist ja easy. Okay, das sieht recht easy aus. Mal sehen, ob ich recht habe, wenn wir jetzt hier einfach lang streunern. Du
Ja, wundert ihr euch auch, ne, dass ich hinklicken muss, wo ich pfeife, ne? Kann anscheinend wie so ein Laser, nur mit Pfeifen. Ein Phaser. Das ist, daher kommt das auch. Das ist Five Amplified Super Sound, heißt das. Augen auf. Wenn man das extremst übt, kann man mit diesem Favor-Pfiffen Leute auch mit einem geballten Pfiff töten. Das ist äußerst gefährlich. Die Axt. Hat sie erledigt. Nicht dein Glückstag heute, was? Wollen wir den... Den tragen wir kurz mal hier hinten hin. Den machen wir gleich, aber nicht... Lass uns erstmal hier... Was steht da? Das ist vielleicht wichtig. Zivile Zonen. Guck mal, davon sprachen wir gerade. Die Charaktere können sich unbemerkt durch zivile Zonen bewegen, solange sie nichts Verdächtiges machen. Ah, da sieht man das oben, wo zivile Zone anfängt und aufhört. Okay, privates Grundstück ist out of bounds, alles klar. Die rote Markierung, ja, das, okay. Das macht auch hier unser neuer Typ. Wobei, eigentlich ist das Quatsch. Das Einfachste wäre es, wenn wir ihn einfach mit einem Messer erledigen. Ein Wurf. Fertig. Ja. Warum immer so schwierig? Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Sollen wir? Okay. Es scheint so, als könnten wir jetzt diese Tür hier öffnen. Vielleicht sollten wir vorher diese Leiche noch an. Die muss ja jetzt hier nicht vorne liegen dann, okay? Die habe ich da ein bisschen doof hingelegt. Und los. Wie ist der Plan? Jetzt haben wir es. Und das erste Mal eine zivile Zone. Schauen wir mal, das wird lustig, oder? Ja, lass ihn ruhig drin. Wie wäre es, wenn wir sie in beliebiger Reihenfolge umlegen? Einen tollen Plan hast du da. Okay. Hast du gehört, was mit der Kirchenglocke neulich passiert ist? Ja, stell dir nur vor, sie wäre am Sonntag heruntergefallen, als die halbe Stadt darunter stand. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Kirchenglocke? Okay, das ist doch ein Tipp, oder? Wo ist die Kirche? Hätte sie jetzt hier in der Mitte erwartet? Eigentlich ist ganz am Rand, da vorne. Ja, da ist ja auch die Kirchenglocke. Alles klar, die kann man runterkicken oder so. Und hier sind auch schon eine ganze Menge Raufbolde, die ein Grab geöffnet haben. Naja, wobei, so wie der Typ aussieht, wurde es ausgehoben und nicht geöffnet. Der ist ganz frisch. Die wollen jetzt gerade zumachen und wieder die Erde oben drauf, glaube ich. Mensch, der sieht aber echt verkrampft aus. Hier, Poncho Man bewacht das Ganze. Okay. Lass uns mal. Ich glaube, es ist ganz klug, wenn wir diesen Dialogen lauschen. Das bringt uns weiter. Bin schon unterwegs. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Wir waren so froh, als der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisenbahn kommen würde. Und jetzt? Dieser Typ, dem die Company gehört, der will, dass wir verschwinden, schert sich einen feuchten Kehricht um uns. Ja, und hast du gehört, was sie Old William gesagt haben? Du musstest mich mit reinziehen. Gibt's noch mehr Infos da vorne? Laufen darf ich doch, ne? Okay. Lauschen wir mal unauffällig. Bei all dem Geld. Ich sag dir, Bürgermeister Higgins hat für seine Hochzeit ein Vermögen ausgegeben. Hat mir fast den ganzen Laden leer gekauft. Er ist schon seit Jahren hinter Kate her. Vermutlich hatte er schon alles geplant für den Fall, dass sie endlich Ja sagt. Ha, genau wie mit Suzanne. Weißt du noch, wie dieser Goldgräber sie heiraten wollte? In Ordnung. Ah, wenn ich mich recht erinnere, gab es hier auch irgendwie verschiedene Lösungswege. Beeilung. Offenbar ist es geschlossen. Das Bordell. Seit Wild March es übernommen hat, kommen die Stadtbewohner nicht mehr rein. Man hört nicht durch den Vordereingang. Also gut, möglichst unauffällig. Lass uns einen anderen Weg hineinfinden. Ja, was meint ihr prioritätstechnisch? Was auf Platz 1, Bordell, oder?
Das ist, müssen wir gucken, aber das hat einen riesigen. Der Bordell Campus, wie ihr hier seht, ist sehr, sehr groß. Also, das hier ist die Bordell-Area, das hier ist die Kirchen-Area und hier haben wir nochmal so ein, was ist das für ein Sägewerk oder was? Guck mal, die klopfen mit Schremmern auf den Schienen rum. Was glaubt ihr, was sie machen? Ne, also, sieht jetzt auch nicht so aus, als... Doch, es wird gerade neu konstruiert. Okay. Hier hinten haben sie ein paar Bolzen vergessen, oder was? Okay. Hier ist der Barbershop. Ich muss erstmal ganz genau alles analysieren. Hierher kommen wir und hier im Nordwesten haben wir auch noch ein Areal. Und hier ist was mit dem... Ah ja, genau, den Typen. Jarvis. Dieser Bulle hat keine Chance bei dir, Bob. Die Schienen auf die richtige Höhe bringen. Ah, okay. Interessant. Ja, ich würde sagen, ich bin ein bisschen... Mach schon. Hier unten haben wir noch einen. Lass mit dem nochmal schnacken. Wo ist unser Junge? Okay, lauf ruhig. Man sollte annehmen, er wäre vorsichtiger bei all dem Geld. Hast du gehört, was mit der Kirchenglocke neulich passiert? Scheiße, das geht schon den ganzen Tag so. Er wird das arme Tier noch zu Tode quälen, wenn er vorher nicht niedergetrampelt wird. Dieser blöde Bulle ist wie eine Kiste Dynamit. Erinnerst du dich, wie wir ihn von deinem Vetter bekamen und mein Junge Steine nach ihm warf? Das war ein verdammt mieser Tag. Okay. Machen wir das mal. Lass uns direkt was mit dem Stier hier, klingt spannend. Oder wollt ihr unbedingt das Bordell? Jetzt mal, wir stehen gerade... Also wir können hier nicht rein. Naja, eigentlich können wir hier rein. Oh, doch, nee, guck mal. Wegen dem Kegel können wir da nicht rein. Ich glaube, man muss hier so rein. Eins, zwei, drei und lauf! Zu viele Wachen für einen Hinterhofpferch. Jarvis und seine Männer hängen hier rum. Ich wette, er versucht es nochmal mit dem Bullen. Dann sollten wir uns besser unauffällig verhalten, sobald wir dran sind. Hier ein bisschen schwierig, müssen wir mal mit alt. Wer pinkelt? Habt ihr das gehört? Irgendwer hat gepinkelt gerade. Haben wir verpasst. Er steht hier. Ah, da steht er. Okay, okay, da müssen wir aufpassen. Achtung. Ich würde sagen. Das sieht keiner, oder? Klare Sache. Eine Sorge weniger. Jetzt schön schwer. Okay, den haben wir da reingeschmissen. Das funktioniert. Wir gehen weiter hier. Offenbar hat Jarvis schon den ganzen Tag an dem Bullen gearbeitet. Ah, wenn dieser Bulle wütend wird, bekommen wir was zu sehen. Wie damals in El Paso. Wie jedes Mal in El Paso. Okay, er geht rüber. Er geht hier. Er dreht sich um. Da ist Jarvis. Was ist denn, wenn ich... Er pinkelt gerade. Ach. Habt ihr das gesehen? Der hat sich umgedreht, während er noch gepinkelt hat. Das kann ich nicht empfehlen. Kein Problem. Wir stecken uns hier. Und warten, bis er... Ich meine, er hatte gerade innerhalb von einer Minute zweimal Haardrang. Wie hoch ist die Chance, dass er gleich nochmal selbiges verspürt? Ha? Komm, du musst auf Toilette. Na? Merkst du, wie der Druck steigt? Es wird langsam unangenehm. Lass dich nicht von ihm erwischen, Boss. Komm schon. Was hast du getrunken? Ich bin noch beim Aufwärmen, keine Sorge. Was ist für ein lustiger... Bist du ein mexikanischer Bruder? Hast du viel Cerveza getrunken, ha? Mal hier. Ja, siehst du? Das Messer reicht. Oh nein, jetzt steht er wieder hier. Mist, wir müssen das wieder mit zwei Leuten machen, oder was? Ah, ich will am Anfang erst mal mit einem, das ist mir zu anstrengend mit zwei. Na gut, komm, dann müssen wir hier ihn erstmal hinterherholen. Ja, stell dir noch vor, sie wäre so verkauft. Dieser Bulle hat keine Chance. So, jetzt haben wir ihn in Position, müssen kurz warten. Verdammt doch mal recht. Ich bin der Beste. Die Bärenfalle könnte ich auch benutzen, ne?
Jetzt kommt Bianca. Oh, das dauert aber so lange! Lass uns jemanden in deine Umarmung. Das war knapp! Das war knapp. So, jetzt geht hoffentlich er gleich pinkeln. Ich wäre nur äußerst ungern dieser Typ. Siehst du, das alte Mädchen hat mich noch nie im Stich gelassen. Schön, dich zu sehen. Wer der Boss ist? Ich werde den. Guck mal, der hat nochmal Flatulation nach seinem Exitus gehabt. Das ist ja interessant. Alles gehört. Dann nehmen wir hier hin. Jetzt haben wir die beiden. Guck mal, das haben wir geschafft. Die beiden, können wir auf die jetzt verzichten? Und irgendwie, warte mal. Er hat auch gesagt, ich kann mit einem Stein nach dem Bullen werfen. Wie kommt man denn dich daran ohne. Warte mal, ich gehe einfach zu Fuß. Was sagt ihr dazu? Wenn ich einfach so mache. Und dann so. Und dann wieder zurück. Das? Offenbar war Jarvis doch keine so große Nummer. Einer erledigt, drei übrig. Okay, dann, ja gut, verabschieden wir uns, oder? Schlimmer was durchgebracht. Los zur Straße. Was mache ich denn jetzt? Jarvis, tot durch. Oh Mann, das ist. Weißen Bullen. Der sieht sehr flauschig aus, dieser Bulle. Ich weiß nicht, ob er das auch erkennt. Ich würde gerne noch weiter ranzoomen. Und mich mit meinem Gesicht ein bisschen dran schmiegen, aber. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Den hätten wir erledigt. Guck mal, das ist doch witzig. Mach schon. So, wir machen weiter. Ab ins Bordell. Beziehungsweise, was sagt ihr dazu? Einmal auf die Hörner genommen, sagt Schmolle, ja. So will man nicht sterben, sagt TK. Och, du, das gibt eine ganze Menge. Das war jetzt. Naja, fallen mir eine Menge Sachen ein. Bei denen ich, wo ich lieber so sterben wollen würde. Tod durch Stier. Section 9 hat Desperados damals geliebt. Alright. Ich soll noch einen Stein drauf werfen. Stimmt, jetzt ist zu spät. Aber der ist nicht zu spät. Was wir jetzt probieren, ist Folgendes. Ich brauche ein bisschen Action. Na, wir dürfen ja nur. Wir gucken mal. Wir können. Erstmal werfe ich die Münze. Bin unterwegs. Hier hin, damit er hier hingeht. Kopf oder Zahl. Schütze, gehst du da hin? Ich habe jede Menge davon. Jetzt? Ganz alter. Nee? Wie viel Geld muss ich werfen, bis du. Ja, drei Münzen braucht er. Ich brauche nur ein paar. Nee, das Ding ist, ihr seht hier, jetzt merke ich nämlich diesen blauen Umkreis, den Radius, und in dem muss sich die Münze anscheinend befinden. Wechselgeld gefällig. Hast du das gehört? Aber er bewegt sich auch nicht. Schade. Kriege ich den da anders hingelockt? Nee, leider nicht. Egal. Könnt ihr bei eurem Playthrough ab morgen probieren, ob ihr das hinkriegt, wenn ihr den da gestiert habt. Aber den Typen danach direkt auch noch. Das wäre ganz lustig. Der Spaß fängt erst an. Los geht's. Noch ein Tag ist Drecksloch. Also mehrere Optionen. Wir können hier rein, ja. Was hier los? Ich guck gerade mal, weil es so spannend ist. Hier sieht man, wie man früher Häuser gebaut hat in den USA mit der Axt. Oder reißen sie? Wahrscheinlich reißen sie das gerade ein. So geht das. Einfach an die Ecke. Aber dann fällt das irgendwann um. Hier ist die Bank. Das sieht schon gut aus, ne? Und, ich muss einmal ganz kurz schauen. So. Es kam immer wieder im Chat auch der Vergleich zu Jack the Lions. Und, ganz ehrlich, vielleicht. Wäre das eine gute Idee, wenn die Leute sich mal um Jack the Lions kümmern hier. Sie macht mich von Mimimi, oder? Ein Teil von mir will einfach nur packen und verschwinden. Also das ist schon der perfekte Look für ein Jack the Lions 3. Ich bin am Zug. Man sollte annehmen, er wäre vorsichtiger bei all dem Geld. Ich sag dir, Bürgermeister Higgins hat... Animationen gefallen mir auch richtig gut. Ich habe auch gelesen, dass, Oder machen wir das...
dass die viel mit Motion Capturing erstmal gearbeitet haben. Erstmals. Erstaunlich bei so kleinen Figuren, ne? Übrigens, wo wir hier gerade stehen, muss ich einmal schauen, ob Pferde immer austreten, wenn man eine Münze auf sie wirft. Ja, Tatsache, das scheint ein Naturgesetz zu sein. So, und jetzt, das hier scheint einfacher, als könnten wir das noch in der letzten Zeit... Ja, Jack the Lions ist rundenbasiert, das stimmt vollkommen. Aber ich finde trotzdem, dass die Entwickler sich dem Spiel annehmen können, weil nur weil... Also... Ne? Man kann auch... Das funktioniert. Man muss nicht immer nur rundenbasierte Spiele programmieren. Asche zu Asche, Staub zu Staub und so. Ich glaube, kann ich mich nicht erinnern. Hat irgendwer von euch Knallköpfen? Klappe, Jeremiah. Was ist los mit dir? Jetzt haben wir natürlich die Leute hier. Hat keiner Fliege was zu Leide getan. Hat seine Frau geschlagen. Es gäbe keinen Morgen, aber... Also hast du... Ne, ihn kann ich gar nicht rechts anklicken. Ihn kann ich rechts anklicken. Aber die gucken alle weg. Wisst ihr was? Ich probier's mal ganz kurz. Wenn ich jetzt speichere, kommt der Lulatsch hier von hinten. Ah, ärgerlich. Vor allem Josh nicht, wie uns jetzt allen klar ist. Aber jetzt. Okay, Achtung. Wir machen das so. Wir gehen mit ihm rein. Er ist halt auch mega schnell. Zack. Wirf das Messer. Und jetzt heb ihn auf. Und ich habe gesagt, zum Scheiße, die gucken doch! Ist nichts passiert. Gar nichts. Ihr habt euch das eingebildet? Warte mal, wieso gucken die doch? Ich hab doch hier gecheckt. Der guckt nicht, der guckt nicht. Vor allem Josh nicht, wie uns jetzt allen klar ist. Och, come on! Das bisschen! Ich habe gesagt, du sollst deine verdammte Karte. Okay, warte, kriegen wir das anders hin, wenn wir... Ich probiere das nochmal. Meinen die das wirklich mit dem Pfeifen, dass der denn hier hinkommt? Das, ich glaube es nicht, aber ich probiere es mal. Achtung. Oh ne, er geht dann dahin und pfeift da. Ah, okay. Okay. Rechts den Berg hoch, da geht's lang. Oh ja, guck mal, hier kommt man rüber. Danke für den Tipp. Vor allem Josh nicht, wie uns jetzt allen klar ist. Ich war's nicht, habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, du sollst eine verdammte Klappe halten. Wir haben hier einen Schatzbot. Also gut, ich denke, jetzt ist alles gesagt. Ihr zwei beginnt mit dem Zuschaufeln. Das gefällt ihm nicht so gut. Ich muss warten, bis er weg ist hier. Dann komme ich mit dem Feinsteller. Komm ich nicht hin. Ja, ja, ich will auch. Den ganzen Tag Zeit. Na los. Oh nein, jetzt fangen die an, sich da unten zu bewegen. Okay, bleib unten. Jetzt kannst du schnell hoch. Alles klar. Nee, warte, der Trapper kann da nicht hoch. Der Trapper kann nicht klettern. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir. Wie sieht's aus? Deine Achse sichttechnisch? Kein Problem. Dich kriege ich einfach so ausgeschaltet, indem ich da reinschleiche und so mache. Ja. Nimm's nicht persönlich. Ah, jetzt haben wir die Jungs hier stehen. Eine Kirche in einem gottverlassenen Ort wie diesem. Wie ikonisch. Wisst ihr was? Sie meinen. Schnell, jetzt. Schnell, schnell, weil die stehen doch gerade da. Achtung. Kurz und schmerzlos. Zum Teufel! Da können wir nichts machen. Was war denn los? Scheiße. Was ist passiert? Er hat nur zwei erledigt, leider. Oh Mann, das ist... Okay, los geht's. Wie ist das denn passiert? Wie machen wir das jetzt? Wollen wir einfach... Sieh genau hin. Oh Mann, das ist heftig. Warte mal, er ist jetzt noch... Ihn warten wir nochmal ab, bis er sich beruhigt hat. Dann wissen wir nämlich genau, wo er steht. Hier so, okay. Und jetzt wissen wir, wie wir uns easy... Jetzt kommt er als nächstes. Jetzt können wir ja einfach da durchsneaken, oder? Pass auf, ich probier's mal. Einmal speichern. Ach, doch nicht! Verdammte Mist, ich hab nicht... Nein, alles gut. Fortsetzen, zack. Mist, jetzt haben wir ein bisschen am falschen Zeitpunkt gespeichert. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Das ist mega dumm. Auf geht's.
Okay, Glück gehabt. Nochmal speichern. Okay. Ah, der guckt manchmal hier rüber. Komisch. Hat er das eben auch gemacht? Klar. Wir gehen einfach andersrum. Ah, na, jetzt kommt hier der Kollege. Oh, ärgerlich. Naja, irgendwas ist immer. Aber wir schaffen es. Pass auf. Jetzt vom Timing. Bin unterwegs. Oh, 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 oh. Messer habe ich wieder. Und jetzt müssen wir eigentlich nur, keine Ahnung, also schnell da. Die nehme ich. Hier gibt's nichts zu sehen. Hey, warum machen wir das nochmal? In Ordnung. Ich glaube, das. Was sollten wir hier nochmal machen? Ich meine, er fragte gerade, warum machen wir das nochmal? Ich hätte gerne die Antwort dazu gehört. Kein Problem. Ich glaube, wir müssen ans Grab, oder? Ganz kurz, das mache ich noch. Geht klar, amigo. Was ist mit dem Grab? Ah, oh, na, jetzt kommt hier von unten einer. Ärgerlich. Ja, aber das ist Desperados, oder? Wie findet ihr das? Ich zeige euch mal nochmal das Hauptmenü. Ein wunderschönes Spielchen. Ab morgen ist das Ganze erhältlich. Und schaut, wie schön der Mantel im Wind weht. Und da sehen wir auch schon unsere Kollegen. Ganz links die Voodoo-Dame, der Trapper ist auch dabei, der Doktor und noch eine andere Dame, die wir heute noch nicht kennengelernt haben. Aber das werden wir heute auch nicht mehr machen. Das war's nämlich mit Desperados 3. Ein abruptes Ende. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ganze morgen weitermachen. Ist echt ein cooles Ding. Und ist auch nicht das letzte Spiel von den Mimimi-Leuten. Mäuschen haben mir geflüstert, die haben schon das nächste Projekt am Laufen. Und das hat einen sehr interessanten Arbeitstitel. Ja, ja, das heißt Süßkartoffel. Freuen wir uns auf Süßkartoffel, das nächste Spiel von denen. Morgen kommt aber erstmal das raus, ja? Interessant, ne? Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Und bye.